Seien Sie bitte vorsichtig bei Neuemissionen. Eine Neuemission ist nichts anderes als eine neue Ausgabe von Aktien. Also eine Firma wird verkauft und dazu werden an der Börse eben Aktien ausgegeben. Es kann ein kompletter Verkauf einer Firma sein oder ein Teilverkauf. Und da wird nichts anderes gemacht, als wenn Sie Ihr privates Auto verkaufen. Sie machen dafür natürlich Werbung. Hübschen es auf, saugen es zum Beispiel raus, kaschieren Rostflecke mit Lackstiften, stellen eine Anzeige in die lokale Zeitung oder ins Internet. Eben alles Maßnahmen, um einen möglichst hohen Verkaufspreis zu erzielen. Das ist legitim, das würde ich ja genauso machen. Und bei einem Börsengang ist es eben auch nichts anderes. Es wird richtig Werbung dafür gemacht. Am bekanntesten ist der Börsengang in Deutschland der Telekom. Das war 1996, damals war der Bund noch Eigentümer. Und die Bundesrepublik wollte eben einen Teil dieser Firma verkaufen, an die Börse bringen. Manfred Krug war damals als Schauspieler aus der Serie Liebling Kreuzberg bekannt. Da spielte er einen Anwalt des kleinen Mannes. Er wirkte also seriös, strahlte Vertrauen aus. Und dieses Vertrauen hat sich die Telekom zunutze gemacht und Manfred Krug mit ihrer Werbung für den Aktienverkauf eingesetzt. Und da haben sich viele Menschen gedacht, wenn Manfred Krug diese Aktie gut findet, dann muss sie seriös sein. Dann möchte ich sie auch haben, dann habe ich auch Vertrauen. Und so wurde die Telekom richtig gepusht, die Aktie bei der Neuausgabe. Ausgegeben wurde sie zum Kurs von ungefähr 16 Euro und wurde dann gekauft wie verrückt. Der Kurs schoss innerhalb kurzer Zeit bis auf 100 Euro etwa hoch. Und dann kam, was immer kommen muss, wenn eben Versprechungen nicht eingehalten werden können, wenn sie zu hoch waren. Dann verlieren Anleger schnell an Vertrauen und verkaufen ihre Anteile. Und das führte bei der Telekom-Aktie zu einem regelrechten Einbruch. Die wurde richtig in den Keller gestoßen. Also von diesen 100 Euro kam dann ein Absturz auf unter 10 Euro. Und da haben sehr, sehr viele Kleinanleger, Privatanleger zu sehr ungünstigen Kursen verkauft und enorme Verluste damit erlitten. Das ist bis heute in den Köpfen vieler Menschen noch erhalten geblieben. Damit wird assoziiert, die Börse als etwas Schlechtes, als etwas mit sehr, sehr hohem Risiko, wo man sehr, sehr hohe Verluste erleiden kann. Und völlig außer Acht gelassen wird dabei, dass in dieser Zeit die meisten anderen Firmen sich sehr, sehr positiv entwickelt haben, die Aktien nach oben gegangen sind, solide Dividenden gezahlt wurden. Das alles hat aber die Menschen nicht mehr interessiert, weil sie eben von diesem Börsengang der Telekom so verunsichert waren, ja, richtig sich von der Börse verabschiedet haben, die Börse nie wieder angeschaut haben und sich dafür nicht mehr interessiert haben. Und das finde ich eben schade, weil damit sehr viele Anleger die Chancen, die an der Börse zu erzielen sind, komplett außer Acht gelassen haben. Gerade in der heutigen Zeit gibt es ja im Zinsbereich praktisch keine Alternativen. Mein Tipp: Konzentrieren Sie sich auf die soliden Aktien, die schon lange an der Börse sind, die über viele Jahre bewiesen haben, dass sie erfolgreich am Markt tätig sind, dass sie Gewinne erzielen, dass sie Dividenden ausschütten. Und eben nicht auf diese Neuemissionen, wo die Kurse mit Werbung richtig hochgepusht werden. Mit soliden Schritten zum großen Erfolg.